Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid. Heute mit dem zweiten Mal zum Thema Schlaf. In der ersten Folge hatten wir besprochen, wie wichtig es ist, bestimmte Schlafrhythmen, Schlafzyklen einzuhalten, wie die Schlafphase unterteilt ist und wie man im idealerweise abends ins Bett geht, wann man wieder aufstehen sollte. Heute schauen wir uns mal an, wie der Schlafplatz idealerweise aussehen sollte. Immer, wie gesagt, idealerweise. Das heißt, wenn ihr noch nicht alles gleich verwirklichen könnt, was ich jetzt hier anpreisen werde, ist es ganz normal und bei mir ist es auch der Fall. Ja? Ich will immer nur das perfekte Bild zeichnen, damit wir wissen, worauf wir hinausarbeiten können. Also, um zu wissen, wie man optimal schläft, schaut man am besten immer zurück in die Natur. Man besinnt sich darauf, wie unsere Vorväter, unsere evolutionären Vorbilder das gemacht haben. Und zwar war es so, dass sie damals entweder draußen geschlafen haben oder zumindest noch wesentlich naturverbundener. Was heißt naturverbunden? Naturverbunden heißt, dass Pflanzen in der Umgebung waren, dass frische Atemluft da war und dass möglichst wenig künstliches Licht, künstliche Stoffe und sonstige künstliche Gegenstände in der Umgebung waren oder elektromagnetische Felder, Steckdosen und sonstiges. Das heißt ganz konkret, man sollte das Bett schon mal nicht in der Nähe einer Steckdose haben. Tatsächlich gibt es so, dass einige Forscher herausgefunden haben, dass Menschen, die Schlafprobleme haben, oftmals ihr Bett einfach an der falschen Stelle stehen hatten. Dann kamen die zu dir nach Hause, haben gesehen, hey, dein Bett steht, dein Kopf liegt direkt neben der Steckdose, stell doch mal das Bett um und schon waren die Schlafprobleme weg. Also es kann manchmal an wirklich so Kleinigkeiten liegen. Darüber hinaus ist es ganz, ganz wichtig, sich allgemein von störenden Feldern fernzuhalten. Das ist in der heutigen Welt ganz schwierig, weil überall stehen Handymasten, überall haben verschiedenste Menschen WLAN-Netze, die sie in der Nacht nicht ausschalten. Und das kann ich euch nur ans Herz legen. Schaltet eure Handys aus, macht's auf Flugmodus, schaltet euer WLAN-Netz aus, zumindest in eurer Wohnung, dass nicht mehrere Netze sich überlappen, weil das stört die eigenen Frequenzen des Körpers. Unser Körper geht in Schlaf in ganz bestimmte Frequenzen rein, um sich zu entgiften, um ganz bestimmte körperliche Prozesse der Regeneration zu tun. Wenn wir ihn dabei stören mit diesen unsichtbaren Netzwerken, dann behindert es auch unser ganzes körperliches und geistiges Befinden. Das ist dann auch gestört. Ja? Und das sollte nicht unterschätzt werden. Auch wenn viele nicht an unsichtbare Netzwerke glauben, ja, ist es so, dass viele unserer heutigen Technologien einfach darauf funktionieren. Besonders ganz wichtig auch diese schnurlosen Telefone zu Hause. Die sind ganz gefährlich. Ja? Die stören auf unterschiedlichen Frequenzen. WLAN, Handy und haben alle ihre bestimmten Frequenzspektren, in denen sie agieren. Und komischerweise treffen sie beispielsweise genau unsere Intuition oder genau die extrazelluläre Matrix. Das bedeutet, die Zelle gibt ihre ganzen Giftstoffe nicht direkt in die Blutbahn ab, sondern erstmal in ein Wasser, in ein extrazelluläres, extrazelluläre Flüssigkeit, von dort sie dann wegtransportiert werden. Wenn dieses Feld gestört wird, in dem diese Zelle das nicht mehr gut abgeben kann, dann leidet die an einer Vergiftung, die Zelle. Und das passiert tatsächlich durch WLAN-Netze. Ja? So ist es, dass wenn wir jetzt mal schauen, was wir noch alles haben, Bluetooth, UMTS, LTE und wie sie alle heißen, diese ganzen Netzwerke, die überlagern sich in so einem dermaßigen Masse, dass es heutzutage ganz wichtig ist, sich möglichst davon abzuschirmen. Und jetzt haltet euch fest, es gibt eine Technologie, die nennt sich TerraPro. Auf die kann man sich drauflegen, das ist ein Schlafsystem. Und dieses Schlafsystem hilft dabei, diese Felder zu entstören oder besser gesagt, hilft uns dabei, mit der Erdenergie, mit der Frequenz der Erde wieder in Resonanz zu gehen. Es erdet uns, diese Matte erdet uns und sie versorgt uns mit den negativen Ionen. Denn was passiert denn,
wenn wir beispielsweise barfuß laufen oder auf der Erde liegen oder wie damals unsere Vorfahren es gemacht haben, auf einer dünnen Matte auf dem Boden gelegen haben. Ja? Auf dem Erdboden sind überall negative Ionen. Die Erde ist negativ geladen. Wir sind, sag ich mal, positiv geladen, wenn wir uns in der Stadt aufhalten. Durch die ganzen Netzwerke, Aufregung, Stress etc. Alles, was hier so ist, das lädt uns auf. Ja? Wir können uns vorstellen, wie eine Batterie, wir sind geladen. Das sagt man ja auch sprichwörtlich. Und um uns zu entladen, müssen wir mit der Erde wieder in Kontakt treten. Und da sind einfach diese Therapromatten ideal. Da gibt es wunderbare Heilungsgeschichten, dass Menschen, die chronische Krankheiten hatten, Müdigkeit, Schmerzen oder andere schwere Krankheiten, nächtelang darauf geschlafen haben und dann die Krankheiten verschwunden sind. Denn der Körper kann sich selbst heilen. Und man muss nicht irgendwie ihnen bestimmte Elektroimpulse geben oder ihn in bestimmte Weise behandeln, sondern man muss ihn einfach sein lassen. Man muss ihn einfach seine selbstregenerativen Fähigkeiten entfalten lassen, indem man ihn von diesen Störfeldern rausnimmt. Ja? Also das ist eine Möglichkeit, um wieder mehr zur Natur, in Verbindung mit der Natur zu kommen. Eine weitere Möglichkeit ist, die richtigen Pflanzen in sein Schlafzimmer aufzustellen, die einem dabei helfen, in der Nacht zu regenerieren, die Sauerstoff produzieren und die vor allem keine Konkurrenz für den Menschen sind. Und da habe ich hier euch mal ein paar Pflanzen angeführt. Pflanzen sind Teil unseres Lebens, sind Teil der Natur, sind ganz wichtig, wenn wir gesund werden wollen. Denn Pflanzen haben auch jeweils ein Aurafeld. Ja, das ist auch wieder, hört sich nach Hokuspokus, Esoterik und Spiritualität an, aber tatsächlich sind Pflanzen Wesenheiten, die ganz bestimmte Stoffe über die Luft abgeben, ja, die uns dabei helfen, uns zu regenerieren. Und jetzt hört euch diese verblüffende Geschichte an. Weil Pflanzen kommunizieren nicht nur untereinander, sondern sie, zum Beispiel ist eine Pflanze von einem Schädling befallen und die Pflanze ruft durch ganz bestimmte Düfte andere Fressfeinde dieses Schädlings an, damit dieser Schädling gegessen wird. Und so ist es so, dass auch Pflanzen auf eine wunderbare, intelligente Art und Weise dem Menschen helfen können, sich zu regenerieren und von Schädlingen und sonstigen Sachen zu befreien. Deswegen wählt euch ein paar von diesen schönen Pflanzen, stellt sie in euer Schlafzimmer und probiert dadurch euren Schlaf natürlicher zu gestalten. Was ist noch eine Attraktion? Eine Attraktion ist Zirbe. Die Zirbe ist eine ganz besondere Pflanze. Sie ist im Gebirge wächst sie an der Baumgrenze. Das heißt, da, wo die letzten Bäume wachsen, bevor es dann die Luft es nicht mehr zulässt, dass dann noch Bäume wachsen, weil der Berg einfach zu hoch ist. Die Zirbe ist ein magischer Baum. Die Zirbe wird in der Volkskunde traditionell, besonders Zirbenholzöl wird verwendet, um den Schlaf besser zu machen, um die Schlafqualität zu verbessern. Denn jetzt haben Forscher herausgefunden, es gibt ein wunderbares Buch, das blende ich jetzt hier auch mal ein, da werden so viele Vorteile der Zirbe beschrieben, beispielsweise, dass sie die Herzrhythmusvariabilität verbessert. Was ist die Herzrhythmusvariabilität? Das bedeutet, das Herz soll nicht wie eine Pumpe immer monoton so schlagen, sondern es soll verschiedene Rhythmen haben, mal schneller, mal langsamer. Und umso höher die Variabilität der Schläge ist, umso gesünder ist ein Herz, umso besser schwingt das Herz, umso glücklicher und umso besser fühlen wir uns auch. Und natürlich ist es ganz wichtig in der Nacht, dass wir uns sehr gut erholen und das Herz langsamer schlägt. Denn wenn das Herz langsamer schlägt, haben wir weniger Stress und dadurch leben wir letztendlich auch länger. Ja, tatsächlich. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Tiere, deren Herzschlag langsam ist, lange leben. Das ist ja auch ganz logisch. Und Tiere, deren Herzschlag sehr, sehr schnell ist, nur sehr kurzlebig sind. Und jetzt passt auf, eine Nacht in einem Zirbenholzzimmer, das heißt ein Zimmer. Es gibt bestimmte Hotels, die haben sich dieses Wissen zu eigen gemacht und haben daraufhin ganz bestimmte Zimmer konzipiert. Wenn man in diesem Zirbenbett und in diesem Zirbenzimmer schläft, wo meinetwegen auch noch der Boden und die Wände teilweise aus Zirbenholz gemacht sind, spart das Herz in der Nacht 3500 Schläge. Das ist Wahnsinn. Ja? Diesen Trend haben auch jetzt verschiedenste Anbieter aufgegriffen, die ich euch nur empfehlen kann, wo ihr euch ein Zirbenholzbett kaufen könnt. Die sind verhältnismäßig teuer, aber es lohnt sich, denn eure Schlafqualität nimmt drastisch zu. Wenn ihr es nicht macht, macht es wie ich. Ich habe mir so ein kleines Fläschchen Zirbenholzöl gekauft und segne damit jeden Abend mein Bett, indem ich ein paar Tropfen drauf träufle und damit
gleich mal in einen ganz anderen, wohligen Schlaf eintauchen kann und merke, wie schön erholt ich am nächsten Tag bin. Tatsächlich. Ja? Also probiert's aus. Ihr müsst nicht gleich immer Tausende von Euros, denn diese Zirbenholzbetten sind schon ziemlich teuer, ähnlich wie Therapro, das kostet so was. Aber im Vergleich zu der Qualität an Leben, die ihr gewinnt, ist es, ist es verhältnismäßig günstig. Denn, wie gesagt, Folgekosten, Erkrankungen und sind viel, viel teurer. Was ich euch aber empfehlen kann, wie gesagt, ein kleines Fläschchen Zirbenholzöl und vielleicht mal schon anfangen, euch darüber Gedanken zu machen, sowas beim nächsten Kauf eines Bettes einzuplanen. Und das Therapro hat mich so fasziniert, dass ich zum Hersteller reisen werde, zum Bernd Fuchs, der auch ein geiler Typ ist, sage ich ganz einfach mal. Und euch da mitnehmen werde und ein Interview mit ihm hier live für den Sender machen werde zu seiner Erfindung. Denn das, was er da herausgefunden hat, das ist einfach unglaublich. Leute, nehmt euch zu Herzen, probiert euren Schlaf zu verbessern. Fangt an, abends nicht mehr zu spät zu essen. Fangt an, euch mehr zu bewegen. Fangt an, euer Schlafzimmer zu entstören. Fangt an, das Handy weiter wegzuhalten. Und auf diese kleinen Dinge zu achten, denn der Schlaf ist ein ganz wichtiger Teil von Gesundheit. Und das ist, worum es geht. Um ganzheitliche Gesundheit. Ernährung, Bewegung und Entspannung. Die drei Säulen der Gesundheit, Leute. Kommt vorbei und lasst euch hier beraten im Laden. Ich mache euch einen Ernährungsplan. Ich mache mit euch eine Smoothie-Kur und berate euch ganzheitlich zum Thema Gesundheit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, like doch den Kanal, like doch das Video und abonniert den Kanal. Wird ihr mir einen großen Gefallen tun. Und bis zur nächsten Sendung. Da habe ich wieder einen Spezialgast für euch. Da lasst ihr euch mal überraschen, was da wieder auf euch wartet. Ja?